damit sind wir doch nach längerer Zeit endlich wieder mal hier hineingeschallert, meine Fräuleins, bei Yo-Kai Watch Puni Puni. Und es freut mich natürlich, Sie wieder einmal wiedersehen zu können und wieder begrüßen zu dürfen. Ihr habt es mitbekommen, wir waren sehr lange Zeit beschäftigt mit Zelda Tears of the Kingdom, sind es sogar immer noch, aber wir sind fast durch. Mascha leer und Mois. Und heute wieder mal ein kleiner Sneak Peek hier in, höchstwahrscheinlich das Ende von Yo-Kai Watch Puni Puni, beziehungsweise dem Event von Puni Puni. Ja, Puni Puni ist nicht vorbei. Ich wurde sehr oft gefragt, Kai, wann geht's endlich mal wieder weiter mit Puni? Guck doch rein in die neue Event und alles dazu und vieles mehr heute in diesem Video, wann wir und wie wir in das neue Event reinlunzen werden. Aber Daumen nach oben, jetzt hinein. Ja, wir haben eine heilige Münze bekommen und ich glaube, das schreit geradezu nach einem weiteren heiligen Yo-Kai-Marten-Opening als kleines Comeback. Aber bevor es soweit ist, gehen wir hinein in das, ich sag mal, neue Event in Anführungsstrichen. Denn das ist tatsächlicherweise schon einige Tage draußen und geht noch bis zum 30. Das heißt, ich glaube, am 1. Juli wird dann wahrscheinlich das neue Event kommen. Und jetzt ist das Ding. Also, wir machen kurz einen Zeitstrahl. Puni Puni haben wir irgendwann Anfang Mai erstmal pausiert, würde ich es jetzt erstmal nennen. Ja, denn ich war sehr beschäftigt mit dem Zelda Tears of the Kingdom Song, der ja dann glücklicherweise auf die Spotify erschienen ist, muss man dazu auch natürlich sagen, na klar doch. Und danach ging es halt natürlich direkt rein in das Let's Play für Tears of the Kingdom. Wir streamen das ja live und so gut wie jeden Tag. Heute ausnahmsweise nicht, ja, aber ab morgen wird wieder Tears of the Kingdom live reingeschallert und jetzt kommt das Ding, meine Fräuleins. Ja. Wir sind fast durch mit dem Game. Wir haben 89% so um den Dreh rum. Wir haben fast alle Crocs in dem Spiel gesammelt und sind auch so an sich schon sehr weit gekommen, wenn es um Schreine geht und um die Wurzeln geht, im Untergrund und so weiter. Also wir sind sehr, sehr gut vorangekommen. However, ich wurde in diesen Livestreams auch diverse Male gefragt, yo, Kai, wie sieht's aus? Puni Puni Event kommt jetzt bald raus, ein neues Update. Wann gehst du da rein? Hast du Bock? Und ich hatte an sich immer Bock, nur ich wusste nie, wie ich das umsetzen soll, weil ich halt da in meiner Livestreaming-Phase war. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich in so einer Phase bin, bin ich von einem anderen Videokonzept abgeneigt. So, das heißt, wenn ich nur Videos mache, bin ich abgeneigt davon, Livestream-Inhalte zu machen. Wenn ich nur livestreame, bin ich voll abgeneigt davon, irgendwie generellen Content zu machen in Videoform. Und klammer mich dann immer so ein bisschen an die Livestreams. Und das ist immer so eine Wechselwirkung zueinander. Aber heute ist der Moment hier gekommen, ja, wo ich das durchbrechen werde und wir wieder mit Puni Puni zurückkommen. Und wir nutzen dafür auch ehrlicherweise dann noch hier dieses Event. Das Ende dieses Events hier, um... hallo. Junge, ich bin raus aus Puni Puni, ihr merkt es. Wir merken es alle. Na klar. Wir nutzen dieses Ende des Eventes, um wieder so ein bisschen in Puni Puni reinzuschnuppern, bevor wir dann in einem dedizierten Livestream in das brandneue Event reingehen werden. Also, ne? Schreibt sehr gerne in die Kommentare, an welchem Tag das starten wird. Es wird wahrscheinlich der... Gibt es den 31. Juni? Gucken wir mal ganz kurz. Vergewissern wir uns. Nein. Nein, gibt es nicht. Der 30. ist der letzte. Das bedeutet am 1. Also eigentlich am 30. Oder? Denn der 30. 16 Uhr ist für uns Mitternacht zu japanischer Zeit. Und das bedeutet wiederum, dass wir ziemlich gute Chancen haben, dann noch vielleicht am 30. reinzugehen, aber halte mich da auf dem Laufenden, weil das Ding ist, ja, also eigentlich rechnerisch müsste das halt sein, weil den gesamten 30. über ist halt in Japan noch der 30., bis halt für uns 16 Uhr ist, dann ist es für sie halt Mitternacht. Und somit nicht mehr der 30. Das bedeutet, dass dann eigentlich dort ab Mitternacht das Update releasen sollte. Und ich glaube, die releasen ja auch immer ab Mitternacht, oder? War das nicht immer so ein Ding? I don't really know. Aber schreiben Sie es sehr gerne. Na klar, in die Comments hinein. Hashtag Yo-Kai Watch, meine Brüder. Wir sind wieder zurück.
Wir sind wieder zurückgekehrt. Na klar. Ich habe mich überwunden können. Ich habe mich überwinden können. Nach all der gesamten Tears of the Kingdom Zeit und ja, auch schon wirklich dem Hype-Game des Jahres. Das muss man aber allerdings an der Stelle auch sagen. Ne? Dass wir es jetzt damit ein bisschen ruhiger angehen können und wieder zum Ernst des Lebens zurückkommen. Ne? Wir sind es wieder einmal, die Buben in den Kommentaren und auch natürlich die Dudinen in den Kommentaren, die natürlich, wir sind natürlich alle der offizielle Level 5 neue Information Warteraum. Und ihr dürft euch alle aussuchen, welcher Yokai ihr seid in diesem Warteraum. Schreiben Sie es in die Comments. Ich ganz kurz, ich werde Shibanyan sein. Weil Schokoriegel, jetzt auch vegan, mit der neuen Jokolade. Ja klar. Kein Product Placement an der Stelle. Ich hab sie noch nie gegessen. Aber sehr cool. Aber das soll nicht Thema sein. Wir kommen an der Stelle, ja. Nochmal ganz kurz zu dem Livestream. Also, sobald das neue Event starten wird, an dem Tag, wo es startet, gehen wir rein und versuchen, das Event so ein bisschen durchzuspielen. Das ist das Ding. Na, ich finde, das ist halt eine ziemlich produktive Geschichte, weil so können wir halt relativ viel klatschen im Event und gleichermaßen auch so ein bisschen über so ein paar Yokai Watch-Themen laberisieren, wo ihr Bock drauf habt, mal drüber zu reden. Zum Beispiel so Sachen wie, ne, Sachen, die wir auch wirklich auch bereden müssen. Und ich hatte das auch für ein dediziertes Extra-Video geplant. Und zwar, wo zum Teufel war Level 5 bei der Nintendo Direct? Und das ist eine Frage, die werde ich ganz gerne in einem eigenen Spekulatius-Video beantworten. Ich finde, bei Puni Puni wird sich das nicht so ganz lohnen. Beziehungsweise wenn, dann kann man dann nochmal so den Nachtalk machen in Puni Puni, nachdem ich das mit dem Extra-Video, mit dem Spekulatius, wenn ich damit abgeschlossen habe. Oh je. Das ist das Ding. Ich glaube, so wird's gemacht. Das ist der Plan. Und ja, also wirklich, ne? Also in den letzten Monaten, also eigentlich seitdem ich mit Puni Puni aufgehört habe, ist auch weirderweise von Akihiro Hino auf seinem Twitter nicht unbedingt was Neues erschienen, oder? Also, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da viel gekommen ist seitdem. Also eigentlich so in der Zeit, in der wir hier Puni Puni nicht gespielt haben, wir haben eigentlich news-related gar nichts verpasst, weil es einfach nichts Neues gab zu Inazuma 11 Victory Road oder Decapolis oder Fantasy Life Eye, was ja auch so langsam mal ein Release-Date bräuchte, weil das sollte das erste Spiel sein, laut Hido, was rauskommen soll. Also ziemlich, ziemlich weird an der Stelle, dass wir jetzt schon im Juni sind, fast schon im Juli sind und es gibt keine neuen Informationen. Aber, oh, I gotcha. Denn wir sind natürlich auch nicht mehr allzu weit davon entfernt, in den Juli zu kommen, tatsächlicherweise. Und das bedeutet wiederum, der nächste Yokai Watch Anniversary steht an. 10 Jahre Yokai Watch. Und da wird es wahrscheinlich ein leckeres Event geben. Und, ey, wer weiß, ne? Vielleicht haben wir bisher noch nichts zu all den Sachen gehört. In einer neuen Level 5 Vision zum Beispiel. Weil die sich das aufsparen. Weil die halt noch ordentlich am Kochen sind. Damit wir auch bald dann gut essen können. Damit wir bald Level 5 technisch wirklich gut essen werden. Weil sie haben gekocht. Wir haben das gesehen. Sie müssen es uns nur bald servieren. Und dann können wir es halt auch wirklich essen. So, und dann werden wir entscheiden, ob wir dann gut gegessen haben oder nicht. Also bisher, ne, warten wir immer noch auf den Ober, der uns fragt, welches Getränk wir haben wollen. Na, also an der Stelle, Ehrenmann des Jahres, Akihiro Hino. Wohl eher Schwein des Jahres. Unehrensau. Oh je. Und das ist halt traurig.
dass wir seit der Level 5 Vision im März nichts gehört haben. Ja, gar nichts. Absolut nichts. Hier und da mal irgendwelche Interview-Schnipsel oder sonstige Twitter-Bilder von Hino, wo er irgendwelche Episoden von Megaton Musashi anteast oder so. Absolut wild. Aber ist halt leider nicht so in meinem Interessensfundus. Es tut mir sehr leid, Mann. Da kannst du mich leider nicht mit abholen. Also egal, wie gut du da gekocht hast, ist leider nicht meine Leibspeise. For now. For now. Ich weiß natürlich nicht, wie das wird, wenn dann endlich Megaton Musashi auch im Westen erscheinen wird mit die deutschen Bildschirmtexte. Lecker. Das wird bestimmt lecker schmecken. Aber wann wollte das passieren, wenn Level 5 nichts ankündigt? Wann soll denn das endlich passieren? Also, ich bin fest davon ausgegangen, dass sie uns jetzt hier im Juni noch was präsentieren werden, ey. Die haben gar nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts eine gemacht. Und das ist der absolute Übergrinsch. Sag ich euch, wie es ist. Ja, und ihr seht natürlich auch, ne, das habe ich auch natürlich vollkommen vergessen zu erwähnen. Es ist natürlich unschwer zu erkennen, na klar, aber ich habe auch die Zeit, in der es draußen nur einmal wärmer geworden ist, in der der Frühsommer sein Unwesen getrieben hat und El Niño sich gerade absolut vorbereitet darauf, uns alle Blatt zu machen. Na klar. Bin ich so ein paar Mal ins Freibad gegangen. Ich habe actually Grass getouched. Das ist actually incredible. What? Also ich war wirklich diverse Male. Ich glaube jetzt, ich weiß, das vierte oder fünfte Mal seit Tears of the Kingdom Release und diesen Sommer, dieses Jahr im Freibad. Und ich glaube, das hat meinem Hautteint auch sehr, sehr gut getan. Man sieht es wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Ich bin ein bisschen angerötet. Das liegt daran, let me tell you, da war ja heute mal wieder ein bisschen Grass touchen. Na klar. Sollten einige Discord-Buben auf jeden Fall auch tun. Na klar. Anyways. Lasst uns bitte mal die Brüder beschenken, die uns wahrscheinlich bis zum heutigen Tage ausgeholfen haben mit die Geister. Ihr seht nämlich 999 und das schmeckt... Das schmeckt doch sehr fabulös. Oh ja. Wir können den Fight sehr gern noch machen. Ich hoffe, ich habe den Brüdern jetzt das geschenkt, was ihnen zusteht. Ihre Geister. Und das Weißbrot. Na klar. Den Fight machen wir noch. Und ich würde sagen, danach gehen wir auf jeden Fall mal wieder so als Comeback-Basis zum Lecker Yogaimaden. Denn es gibt was Leckeres zu essen. Also ich weiß nicht, kann es sein, dass dadurch, dass ich über einen Monat nicht mehr da war, dass ich dadurch vielleicht als kleine Art Comeback-Chance höhere Drop-Rates bekomme? Also dass es vielleicht für uns höher wahrscheinlich ist, auch heute mal einen Rang Z aus dem Yokai-Marten zu zaubern? Oder vielleicht auch mal einen Double-Rank-Z? Was denken Sie? Schreiben Sie es in die Comments. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh ja. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht hier hinein, um das zu machen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist auch vollkommen egal, wo die Fieberphase hineinschallern wird. Ob jetzt beim Actual Boss oder nicht. Denn der Actual Boss ist ja, glaube ich, eh unsterblich. Ja? Ist ja am Ende nur ein Side-Duell. Mit die Side. Oh, wir sind auch ganz gut in die Side. Oh ja. Und die leckeren 11 Millionen Punkte. Lecker Schmenger. Wie sieht denn eigentlich die Leiste aus, wenn man eine Milliarde Punkte hat? Also das würde mich sehr interessieren. Fast ungefähr so wahrscheinlich wie Gandalfs finaler Bosskampfleiste. Die einfach Goes. Diese Sau. Diese kleine Sau. Gendorf, diese kleine Maus. Diese kleine Maus. Ich habe sie geklatscht, meine Brüder. Habt ihr das mitbekommen? Wart ihr in den Livestreams dabei? Hashtag, wer war dabei gewesen?
als wir Gendorf geglatscht haben. Oh je, die losten Angelegenheiten. Ah, wir können einmal noch investieren. Ehre. Dann rein. Vielleicht noch eine extra Sekunde. Oh mein Gott. Alles klar, ja, es war auf jeden Fall nicht so berauschend, würde ich sagen. Aber es war ein guten Comeback. Eins guten Comeback. Also, ja, fast die Hälfte von unserem Highscore. Ja, moin. Das liegt daran, dass ich ein bisschen weg war, ich verspreche es. Platz 16, na klar. Wir gehen rein. Es wird Zeit, dass wir wieder in den Yokai-Marten gehen. Kurz nochmal so zur Information. Ich glaube nicht, dass das hier täglich weitergehen wird. Ich denke, es wird immer dann passieren, wenn ich gerade Zeit und Bock dazu habe. Ich denke, so ein Ding wird das werden. Aber ich glaube, die haben wir jetzt neu bekommen. Und wenn nicht, dann egal, wir legen sie trotzdem rein. Es muss sein. Es wird eine Zeit. Oh ja. Oh, oh ja. Der Bruder. Wie nennt sich dieser kleine Kerl? Oh je, er nennt sich Schlangenkönig Gyokusho Kaira. Der Kerl. Der heilige Kerl. Kann der etwas? Oder... Oh, es ist ein Enma. Ist das, war das der Enma-Stamm? Holy. Wir werfen die hier noch hinein. Vielleicht kriegen wir ja noch einen zweiten hinterher. Let's go. Ich glaube, das ist absolut wack. Ach du Scheiße. Die Münze sah voll krass aus. Was? Wir haben das erste Mal Dörte bekommen? Holy. Brauchen wir die nicht für eine Quest? Für die Freundesquest? Oha. Komm. Weil das nichts gewesen ist, sollen sie noch daran glauben. Ja, und hier haben wir an der Stelle den bösen Gott Tick, war das, glaube ich. Also wirklich so wie TikTok. Oder TikTok, besser gesagt. Auch ein weiterer Rang Z. Wie gut ist er? Habt ihr da eine Art Idee oder Anregung, Wünsche? Schreiben Sie es sehr gerne in die Comments. Und dies soll es gewesen sein mit 1 Comeback für Yokai Watch. Buni Buni. Mal schauen, wann wir uns wiedersehen. Aber... Let me tell you, es wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis wir uns auch gesondert in einem News-Spekulatius über Level 5 und ganz gesondert auch und ganz besonders über Level 5 und Yokai Watch, das Event, ja, der 10. Geburtstag unterhalten. Und warum möglicherweise in der Direct, die letztens kam, nichts Level 5-related kam. Aber... Mehr dazu beim nächsten Mal. In diesem Sinne, hauen Sie rein, machen Sie es gut.